Na ihr, wie geht's euch? Bin ich nicht wunderschön? So Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, in der letzten Folge haben wir... was haben wir da gemacht? Ja, wir haben ein paar Herzteile gesammelt und wir haben uns Richtung Berge begeben, aber... Ja, und wir haben diese wunderschöne Frauenmaske erhalten. Aber, ich Idiot, bin natürlich weitergegangen, als ich sollte, denn man hat mir gesagt, ich brauche erstmal Bomben. Ein Freund von mir hat mir das gesagt und anscheinend kriegt man die Bomben hier. So, das ist der Bombenshop und hallo Bombenshop. Ah ja, wirklich. So, hallo. Ja, da ist eine Bombentasche. Wie geht's dir? Hallo, reden. So, herzlich willkommen. Waren betrachten wir hier. Okay, Bomben. Okay, die Bombentasche. Ja, 50 Rubine. Okay, ich hol mal ein paar Rubine aus der Bank. So, la 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 la. Herzlich willkommen. Unabsichtlich, sorry. So, wir gehen mal weiter. Okay, und jetzt müssen wir zur Bank, to the bank, up to the bank, ja, da bist du, reden, was ist los, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Rubine abheben, okay, 50 Stück, nein, 38 Stück. Ja, yeah. Genau, Lucifer, du bist auch der kleine Kerl, der 122 Rubine deponiert hat, oh yeah, gib mir 38 davon. So, 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, willst du wirklich 38 Rubine abheben? Ja, will ich, verwende sie mit Bedacht. So, okay, jetzt haben wir immer noch genug Rubine. La 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 la. Okay, so. Wir gehen jetzt hier rein. Und Warlack. Und kaufen uns die Bombentasche, inklusive den Bomben, glaube ich. Und hallo. Reden. Okay, reden. Herzlich willkommen. So, yeah, ich will die Bombenbags. So, Bombenbag. Die kaufe ich. Da, 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 da. Das ist sehr leicht eigentlich. Du hast eine Bombentasche erhalten, ab sofort kannst du Bomben transportieren und einsetzen. Als kleine Aufmerksamkeit wird die Bombentasche mit 20 Bomben gefüllt. Eine sehr nette Geste. Yeah, wir haben jetzt die Bombentasche. Und ich habe deine bestimmte Person gesehen. So, hallo, du bist doch ein Gorone, nicht wahr? Reden. So, hallo. Ja, Bomben, hallo, du willst sicher ein Pulver was kaufen, oder? Nur unter uns, ich verfüge über eine riesige Bombe, die nicht mal in diesen Laden passt. Oh yeah. Soll ich dir meine Riesenbombe zeigen? Oh, aber die Bade ist so schwer. Ich bezweifle, dass du sie tragen kannst. Okay, was sollen die Anspielungen, Herr Gorone? Entschuldige, dass ich überhaupt damit angefangen habe. Besuch mich wieder, Kleiner. Was willst du von mir, Mann? So, ja, wir haben jetzt die Bombentasche. Eigentlich könnten wir jetzt wieder zurück, aber ich werde mal... Ja, was werde ich mal... Obwohl, ich werde direkt mal zurückgehen. So, und ich glaube... Egal, ich zeige euch den Weg zurück. So, zum Deko werden und wir gehen mal raus. La 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 la. Süd-Unruhstadt und jetzt nach Nord-Unruhstadt. Und irgendwie ist ist der Norden von Süd-Unruhstadt einer der nördlichsten Orte in der Stadt. Yeah. So, okay, jetzt wieder. Verdammt, ich muss ja ein Mensch sein. Okay, hallo, lassen Sie mich durch, bitte. Herr Officer, ich muss durch. Ich muss meine Arbeit erfüllen. Okay, ja, stimmt. Die Straße führt nach mir, bla bla bla. Okay, so, jetzt Corona werden, nicht Corona, sondern Deko werden und huschen. Husch, husch, husch. So, yeah. La 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 la. So stirbt man. So, Leute, ich wollte mich übrigens noch bei euch bedanken für die unglaublich tolle Resonanz bei diesem Let's Play und auch allgemein bei den Videos auf dem Kanal. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei seid, dass ihr mitmacht. Und dass wir alle gemeinsam eine Community gründen können, das macht wirklich sehr Spaß. Ich liebe es, auf jeden einzelnen Kommentar zu antworten, auch wenn ich manchmal vergesse, tut mir leid, es nochmal. So, und ich liebe es, jeden Kommentar zu lesen, das ist wirklich eine der schönsten Sachen an der ganzen YouTube-Sache. So, ja, yeah. Ah, verdammt! Oh. So, okay. Und wir sind oben. Ja, und deswegen wollte ich eben nochmal meinen Dank aussprechen. So, hallo. Wir sind jetzt da. Stirb, verdammt, wieder Schaden gekriegt. So, okay. Jetzt zu Menschen werden. Und... Bombis, so. Und legen! Weg hier! Boah, das war cool. So, und die Schneebälle sind explodiert. Die Schneekugel. Und wir können mal weiter. La 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 la. So, wir lesen mal, was da steht. Boah, ich liebe diese Schneegebiete. Ich liebe mein Schneelevel in Spielen. Zur Bergsiedlung. Vorsicht vor Schneestürmen. Goronen können Schneebarrieren leicht aus dem Weg räumen. Okay, dann müssen wir wohl ein Gorone werden. So, stirb. Und stirb, Mann. Ah!
Stirb. Boah, irgendwie plötzlich habe ich enorme Kopfschmerzen gekriegt. Ich weiß warum. So, okay, jetzt nach in die Richtung schauen. Okay, ist gerade relativ linear. Erinnert mich an Skyward Sword. Ja. Skyward Sword ist immer ein Zelda-Teil, das sehr linear ist. Auch wenn es einer meiner Lieblingsteile ist, wirklich. Ich liebe Skyward Sword. So, Bombe explodiert. Und yeah, Herzen. Und sonst ist da nichts. Ich hätte es nicht erwartet. Aber egal, drei Herzen für Link. So, was ist denn da drin? Im Baum. Okay, komm schon, Link. Troll dich gescheit. Geht das nicht? Bam. Bam. So, jetzt geht's. Vielleicht Rubine? Nein. Ich wollte wieder... Ah, da, Rubine. Ich wollte Münzen sagen. Ja. Nach... Im dritten Projekt noch. La 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 la. Da 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 da. So, wir gehen hier rein. Und Bergsiedlung. Boah, ist ja schön hier. Boah, cool. Boah, das gefällt mir wirklich sehr. Oh nein, dem Goron ist kalt. Nein, boah, die Musik. Gorone, ich rette dich. Wieso ist der kalt? Du bist doch ein verdammter Gorone. Hallo. Kann ich mit dir reden? Ja, kann ich. Wow. Hier oben. Verzeih, dass ich dich von hier oben aus belästige. Aber ich bin sehr hungrig und sitze hier fest. Nein, was mache ich jetzt? Wie kann ich dir helfen? Oh, es ist so kalt. Ich bin so hungrig. Ich glaube nicht, dass ich das überstehe. Bevor ich hier oben sterbe, will ich noch einmal etwas essen. Etwas Zähes, das man ordentlich kauen muss. Ich bin zäh und du kannst mich kauen. Ich opfere mich für dich. Wenn ich diesen unvergesslichen Geschmack doch nur noch einmal erleben dürfte. Aber nicht dich, Mann. Dich will ich nicht. So, okay, ja, wie du willst. Und mal schauen, was da drin ist. Wir schmeißen mal hier eine Bombe hin. Irgendwie hält mich das gerade auch an. Ja, toll, natürlich haben wir nicht getroffen. Ich meine, ich habe nicht getroffen. Ich will euch nicht in meine Strapazen mit hineinziehen. So, irgendwie erinnert mich das gerade auch an Ding. Wie heißt das? Oh, hallo! An Bomberman 64. Ich liebe nämlich Bomberman 64. Auch ein Spiel, was ich sehr liebe. Lalalala. Und was ist da drin? Nichts. Okay, was steht denn da? Hallo. Ansehen. Zum Peaky Bernier. Vorsicht, Rutschgefahr und riesige Schneekugel. Und Rutschgefahr und sehr große Schneekugeln und sehr viel Rutschgefahr und rutschige Schneekugeln. Okay, wir zerstören mal alles, was hier gibt, denn so sind wir nun mal drauf. So, hier ist eine Fee. Ich habe doch eine Flasche, oder? Ja, habe ich. So, wir gehen mal die schöne Frauenmaske weg und... Komm her! Yeah, jetzt haben wir einen Sklaven. Du hast eine Fee gefangen. Dieser kleine Helfer stellt deine gesamte Energie wieder her. Wenn du dein letztes Herz eingebüßt hast, platziere die Flasche mit der Fee, bla bla bla. Ja, das hat mich gerade an Ding. Ah ja, schon wieder einmal gestorben im Spiel. Cool. Und wir aktivieren mal den Checkpoint. Sehr schön, dass wir schon mal gestorben sind. In Ocarina of Time bin ich damals auch sehr früh gestorben. Wie oft bin ich eigentlich gestorben im Spiel? Du kannst dein Vorschuss speichern und hier aufhören. Wählst du die Datei nochmal? Nein, will ich nicht. Will ich nicht. Nein. Ja, als erstes stimmt. Im Friedhof, in Kakariko, bin ich als erstes gestorben. In Folge 5, da bin ich noch einmal im Schattentempel gestorben. Ja. Und, was ist da drin? Nichts als Magie. So, und mal schauen, was da steht. Ich habe gerade die Angst, dass ich nicht aufnehme. Eine Sekunde, ich teste das mal. Ich überprüfe das mal. Okay, ich nehme doch auf, aber halt, ja. Ja, es war nicht so ersichtlich für mich. So, zur Schmiedewerkstatt. Wir schärfen jedes Schwert. Wir arbeiten hart, damit ihr Schwert hart für sie arbeitet, damit sie hart für das Volk arbeiten können. Herr Link. So, schauen wir mal rein. Das schaut eher aus wie so eine Lust, wie so eine warme Bergholzhütte. Ja, ist so eine warme, flauschige Pension. Nicht Pension, sondern Bed and Breakfast auf jeden Fall. Oha, was ist denn hier los? So, was ist das hier? Und wer bist du? Da. So, dieser Typ hier, es gibt ganz lustige Theorien dazu. Und zwar, achtet mal drauf, sein Kopf ist verdeckt und seine Hände sind verdeckt. Und das alles ist an ihn zugenäht, glaube ich sogar. Und es gibt sogar Theorien, dass das Bongo Bongo ist, weil er ein wenig so aussieht. Ja, sehr lustige Theorien. Ich weiß es nicht, ob das jemals stimmen könnte, aber halt dennoch. So, reden. Klappe. Ich habe gerade so schön geträumt. Was bist du für... Okay, ehrlich, du bist merkwürdiger als der andere Typ. Oh, willkommen in der Schmiede. Mein Name ist Tsubora. Der Besitzer, er freut dich kennenzulernen. Wenn du unser Kunde wirst, dann erkennst du bald das gute Ding, weil er haben will. Aber letztendlich macht es sich bezahlt. Halt die Klappe da drüben!
Der große Kerl da ist mein Assistent Gabora. Er besteht nur aus Muskeln und dem Verstand eines Dekostabs. Ehrlich, ich habe schon mal ein paar Dekostäbe kennengelernt. Die waren relativ klug. Die waren sehr gute Philosophen, kannten sich mit den präsokratischen Werken aus. Also ich verstehe deine Vorurteile nicht. Bist du gekommen, um dein Schwert schärfen zu lassen? Du Klugscheißer, leider nehme ich gerade keine Aufträge an. Der Grund dafür ist dieser plötzliche Kälteeinbruch. Ja, dennoch siehst du sehr freizügig da. Siehst du, sogar unsere Esse ist eingefroren. Ja, eindeutig. Ich sehe, da drin ist Feuer, das eingefroren ist. Ja, macht sehr viel Sinn. So wie es aussieht, können wir erst im Frühjahr wieder arbeiten. Und ich merke gerade, dass ich die Uhrzeit nicht ablesen kann. Deswegen begebe ich mich kurz zu meinem Handy, um zu sehen, wie spät es ist. Eine Sekunde, Leute. Ich werde aber nicht schneiden. So, yeah, live action. Okay, so wie es aussieht, können wir erst im Frühjahr wieder arbeiten. Sorry, Leute, für die kleine Unterbrechung nochmal. Wenn ich nur die Esse irgendwie auftauen könnte. Hä, was sagst du? Du meinst, wenn wir heißes Wasser hätten, dann könnten wir das Eis schmelzen? Tu nicht so, als wüsstest du, worüber du sprichst, du Dekostab. Oh, er glaubt diesem Gerücht, wonach vor langer Zeit eine heiße Quelle in den Bergen gewesen sein soll. Ehrlich, du findest es ein Gerücht, dass heißes Wasser Eis schmelzen könnte? Okay. Das ist eine Quelle, ist ja ein Gerücht, stimmt. Sorry. Bah, solchen Unfug glaube ich nicht. Ja, ich glaub's aber, denn ich kenne die Berge. Und so wie ich selber die Berge kenne, sind sie relativ heiß und warm und lavamäßig drauf. Aber was ist denn hier los, bitte? Da vorne ist ein Gorone, der einfriert. Und aber wenn es hier Gorone gibt, dann heißt es, dass hier auch Leben existiert. Halt zum Piki Bern, ja. Vorsicht, Rutschgefahr und riesige Schneekugel. Habe ich es gelesen vorhin? Da vorne steht doch auch dasselbe. Wow, Rutschgefahr. Hier war wohl ein Fluss früher. So, dich habe ich mal. Stimmt, dich habe ich schon weggesprengt. Was steht denn da? Warnung an alle Gronen. Tiefes Wasser. Nichtschwimmer sollten sich hier nicht aufhalten, okay? Ja, wir sind noch Schwimmer, aber. So, wir können das kaputt machen hier. Zack und zack. Und bam. Wie gesagt, bam. Ach, es ist so cool, wieder ein Retro 3D 1064 Zelda Teil erforschen zu können. Denn eben Ocarina of Time kenne ich ja schon auswendig. Boah, ich habe jetzt gemerkt, es gibt Fußstapfen. Oh, verdammt, verdammt. Wow, das Eis hier ist viel dynamischer als in Ocarina of Time. Ha! Boah, geschafft, cool. Und. Okay, nein. Und wir können da nicht drauf, oder? Natürlich nicht. Aber wir könnten noch darauf. Stimmt. So, darauf. Schnell link. Und jetzt. Hierauf. Obwohl ich nicht weiß, was mir das bringen soll. So, aber da nach vorne drauf. Und. Ach, verdammt, ich bin ja ein talentloses Schwein. So. Und jetzt wieder testen. Und jumpen und jumpen. Ja, toll. Okay, ich glaube, da vorne ist sowieso nichts. Ich mache das, wenn ich wieder hier bin. Ich sehe mich dann dort um. La la la. Die Musik ist cool. Ich liebe die Majora's Mask Musik. Oh, verdammt. Eine Sekunde, Leute. So, bin wieder weg. Sorry, Leute. Ich muss kurz unterbrechen. So, waren wir in dieser Richtung schon? Kalt. Okay, mal schauen. Da ist ein Schild. Da wird draufstehen, ob wir schon hier waren oder nicht. Ja, sie waren hier. Nein, zum Gronendorf. Vorsicht vor den Schneewolfos. Oh, Schneewolfos. Nein, nicht die Schneewolfos. So, erstmal sprengen wir dich weg und schauen, was da vorne auf uns wartet. So, und... Yeah, geil. Okay, jetzt... Hyperspeed! Ich glaube, im Majora's Mask ist immer noch so, dass man eben schneller ist, so. Indem man eben rückwärts geht. Okay. So, ich gehe mal dahin. Alles kalt hier. Alles eisig. Ja, okay, mal schauen. Ach, die Zeit vergeht so schön langsam. Wir sind immer noch am ersten Tag. Und die Sonne ist noch nicht mal runtergegangen. Ich wollte sagen, runtergegangen. So, was denn da? Kältegefilde. Oh, da ist ein Eisflederbeißer. Und da steht was drauf? Warnung für öffentlichen Verkehr und Leute, die den Gronensprung nicht beherrschen, gesperrt. Ah, okay. So, hier können wir mal nichts machen. Dann gehen wir mal zum Gronendorf und schauen, was dort ist. La, 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 la. Und... So, schneller, 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 Link. Faster, faster. Okay, jetzt zu den Goronen. Bergsiedlung, cool. So, mal schauen. Okay. Gibt es irgendwo anders noch einen Weg, wo wir hin können? Okay, die Richtung scheint mir der richtige Weg zu sein.
Und bitte Link. Schneller, 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 schneller. Okay, oh, der Corona. Der ist verschwunden. So, er existiert nicht mehr. Okay, mal schauen. Da müssen wir entlang. Und ich schaue, was sich da drin befindet. Ja. Und? Rubiner oder irgendwas? Oh, ein Gegner. Das habe ich auch am liebsten. So, vielleicht ist ja im Gegner ein Rubin. Aber das ist mir relativ egal. So. Hallo. Was ist denn hier? Ah, ich sehe schon Tingle. Und Magic. Ich wollte gerade die Musik amerikanisch, sorry Leute. Ich war deswegen leise. Stirb, stirb, stirb. Stirb, Mann. Stirb. So, und ja, jetzt nochmal die Musik hören. Eine Sekunde. Ah, es ist dieselbe Musik. Oh. Ich dachte, es hat sich geändert vorhin. Oh yeah, Brücken. Und unten ist, da war wohl Wasser, aber jetzt ist es zugefroren. Okay, mal schauen, was sich in diesem Baum befindet. Oh nein, ein Schneewolf. Und zurück und nach vorne und du bist tot. So. Ja, kämpfen kann ich zumindest noch. Also, okay, ein Rubin, aber den Rubin sammeln wir noch nicht auf. Stattdessen sammeln wir andere Rubine auf. Okay, mal schauen. Hallo, Tingle. Zack. Ja, treffen kann ich immer noch nicht. So. Ja, natürlich, Tingle. Du fällst nur hin, wenn du realisierst, dass du nicht mehr fliegst. So, hallo, wie geht's dir denn? Ich habe kein Geld, um mir eine Karte zu kaufen. Nanu, grüne Kleidung, weiße Fee, mein Herr. Ich sage immer wieder dasselbe, was ich dir schon gesagt habe. Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meiner Vater, indem ich Karten verkaufe. Glückspilz, Glückspilz, sie müssen überglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, genau, wir sollten Freunde werden. Ja, ja, als Zeichen meiner Freundschaft gewähre ich ihnen einen echten Sonderpreis für meine Karten. Wieso ich so schnell rede, ich weiß es nicht. Wollen sie eine von Tingles Karten kaufen? Ja, ich würde gerne... Oh, Romani Range, aber ja, ich habe kein Geld. Verstehe, nun bin ich jederzeit bereit. Tingle, Tingle, Bro. So, okay. Dieses, okay, ich stehe es nicht. Oh, Link hat gerade Ursing geguckt, singen. What the fuck? Okay. Los. Ah, nein, nicht mit der Bombe. Wir werden sterben. Und es bringt nichts. Wir brauchen anscheinend. Okay, lass mich durch. Ah. So, okay. Jetzt Schwert zücken. Und zack. Okay. Komm her. Du Schneewolfo. Okay, ja, du. Komm schon her, Schneewolfo. Komm her. Okay, es bringt. Okay, egal. So, la, la. Und, eigentlich könnten wir auch da unten schauen. Oh, hier ist aber groß. Schön ist hier. Okay, ich erkunde gleich mal alles. Eine Sekunde, ich schau mal. So. Und, falsch. Okay, da ist ein Ort, den wir ansehen können. Das gefällt mir nicht wirklich. Da könnte was drin sein. Aber was Cooles vielleicht auch. Au. Nein, ist ein Corona. Was soll ich hier... Was soll ich jetzt mit dir machen? Ich werde dich... Oh, verdammt. Ich werde dich retten. Und jetzt muss mich irgendwer retten. So, was ist denn da drin? Nicht Pfeile. Zack, werfen. Und zack, werfen. Und wer ist denn da? Okay, ein Gegner. Und zack. Ja klar, du bist immun gegen meine Schläge. Ich habe gesagt zack. Ich habe gesagt zack. So, nicht werfen, Link. Was ist los mit dir? Oh, eine Schildkröte. Okay, komm schon. Ich habe gesagt, du wirst jetzt in die Luft gehen. Okay, und da ist ein Herz. So, ich werde es mit den Bomben erstmal lassen, denn ich habe gerade nicht so viele Bomben und ich will sie erstmal aufbewahren. Wir können ja später hier alles sprengen, falls wir heißes Wasser irgendwann mal haben. Glum, glum, glum. Unten ist etwas, unten ist eine Kiste, das habe ich schon gesehen. Anscheinend wird das hier alles mal schmelzen. Hoffentlich schaffen wir das auch. So, jetzt mal schauen über die Brücke, über die Hängebrücke. Und an Tingle vorbei, an den Tinglingen. So, yeah, cool. Ich habe einen Goronen zur Hälfte befreit und zwei Gegner ganz befreit. Und diesen Goronen lassen wir jetzt zurück. Ist auch noch ein alter Corona, so lass mich in Ruhe, du Wolf. Ah! Okay. So, jetzt nach links und mal schauen, was ist denn da los? Treffen wir hier etwa auf Goronen! Goronendorf, yeah! Und ich spiele die gleiche Musik, okay. So, und da unten ist noch ein, wie heißt das? Ein Deko-Typi. Ein Deko eben. Es ist kalt. Es ist schwer, bei dieser Kälte Wache zu halten. Möchtest du den Goronenschein betreten? Ja. Dann öffne ich es zwar mit einem Kronenstampfer. Ich werde sie doch rasch wieder schließen, um nicht zu viel Kälte zu lassen. Also beeile dich. Bist du bereit? Ja, lass mich rein. Ich sehe schon da vorne schon ein Herzteil. Und dafür müssen wir eben diesen Deku anscheinend dazu bringen, uns seinen Ding zu bringen. Geben. Sein Blödsinn da, sein Grundstück. Das Tor ist bereits offen. Ich werde es gleich wieder schließen. Beeile dich. So, dann gehen wir mal rein. Danke dir dafür, Herr Gorone. Wie komme ich hier rein? Wie gehe ich da rein, bitte? Hier vielleicht? Hallo?
Hallo. Hier. Wo ist der Coronenstein, bitte? Wo kann ich den sehen? Hier vielleicht? Okay, nicht runterfallen, Link. Nicht runterfallen. Ich bin gerade nicht verwirrt, wohin ich gehen soll. Okay. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Let me in peace. So, okay, das ist nicht der... Was zum? Okay. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe nicht genau hingeguckt, wo der Coronenstein ist. Okay, was zum Teufel machst du da, du Spider-Man? Der dance ja ab, der dance ja ab, so. Zack, und rollen und rollen. Hallo, Gebora. Ich werde dich nicht ansprechen gerade. Ich werde erstmal den Coronenstein betreten. Wenn ich denn kann. Was zum Teufel? Wo ist der Coronenstein? Hallo? Hilfe, du musst mir helfen. Wo war das nochmal? Entschuldigen Sie, ich habe den Eingang nicht gefunden. Soll ich das Tor nochmals öffnen? Nein, dann darf ich das Tor mit einem Coronenstein. Ich werde es jedoch rasch wieder schließen. Also beeil dich, okay? Und zwar, und es ist. Wo genau? So. Okay, es sollte. Das Tor ist bereits offen. Ich werde es gleich wieder schließen. Okay, ich würde sagen, es ist unten. Ich muss mich einfach umschauen. Wo ich so einen Eingang finde. Ja, Leute, ich weiß, sehr peinlich gerade, dass ich nicht mal so etwas Einfaches schaffe. Aber, kommt vor, nicht wahr? So, ist das etwa der... Nein, ist nicht der Eingang. Hallo? Hallo? Okay, ich werde erstmal dich wegsprengen. Und jetzt weg da. So, und da drin war ein blauer Rubin. Yeah, ein Saphir sozusagen. Nein, ein blauer Rubin. Rubin und Saphir, das sind, glaube ich, eh dasselbe. Das Einzige, was sich da unterscheidet, sind die Farbe. Und die Farbe kommt von... Ich weiß nicht, warum ich gerade drüber rede. Aber die Farbe kommt von irgendwelchen anderen Elementen, die eben während der Entstehung des Juwels vorhanden sind. Reichlich vorhanden eben. Aber Ding, Smaragd ist was ganz anderes. Ich glaube, Smaragd ist Beryllium oder... Auf jeden Fall gibt es sehr viel Beryllium in Smaragd. So, okay. Ah, da ist der Coronenstein. Oh, macht ja Sinn. Okay, jetzt muss ich einen Weg rauffinden. Okay. Und schnell hoch da. Dam, dam, dam. Okay, öffne jetzt die Tür. Zum Coronenstein. Das Tor musst du öffnen. Herr Corona. So, und genug geredet über Smaragd und Rubine und Saphire. So, Pokémon Rubine und Saphire war geil eigentlich zu displayen. Aber wir haben gerade eh ein Pokémon-Projekt und zwar ist es auch noch die dritte Gen, also. So, hallo. Soll ich das Tor noch öffnen? Ja, genau, so dumm war ich nämlich. Und. Ja, Mensch, zeig es doch auch. Nein, wo es genau ist. Ich bin viel zu dumm dafür. Das Tor ist bereits offen. Okay, runter da und rein hier. So, geschafft. Und mal schauen. Coronenstein. Ja, wer Coronenschreien sollte es lieber eher heißen, weil ich höre Coronenschreien. Was ist das? Was sind das für Geräusche, bitte? Wer schreit da? So, werfen! Yeah, vielleicht ist da Kohle drin. Werfen! Yeah, vielleicht ist da Kohle drin. Nein, keine Kohle. Keine Kohle für uns. So, was passiert denn hier? Hallo? Reden. Ich wünschte, jemand würde etwas unternehmen. Diese Scheiße wie Donner in meinem Kopf. So, was ist denn aber los hier? So, sag du mir, was hier los ist. Reden. Sieht so aus, als ginge es dir gut, trotz des Lärms. Ich fühle es in meinen Eingeweiden. Das Echo halt in meinem leeren Magen wieder. Ja, ich... Es ist wirklich kein schöner Sound. Wo kommt das? So, wir suchen mal nach dem Ursprung des qualvollen Schreies. Okay, und vielleicht ist da. Da vorne. Nein! Yeah, cool hingekriegt. So, yeah, bester Lucifer, bester Zelda-Player ever. Leute, teilt die Videos. So, okay. Ich würde gerne mal eine Compilation, ja, sogar selber würde ich das machen, wo ich einfach faile in Zelda oder auch in Pokémon. Ich meine, in Pokémon habe ich bis jetzt nicht so viel gemacht, aber halt in Zelda habe ich bis jetzt sehr viel gefailt. Ich meine, ich habe über 60 Folgen Zelda, 58 Folgen Ocarina of Time, jetzt 10 Folgen Majora's Mask. Ah, jetzt ist ja Folge 10, stimmt. So, was ist los hier? Dies sind Gemächer des Ältesten unseres Volkes. Hast du etwas mit ihm zu besprechen? Leider ist er nicht anwesend. Wo ist er denn? Seit der Älteste fort ist, kann sein Sohn nicht aufhören zu weinen. Ich wünschte, irgendjemand würde etwas unternehmen. Ah, das ist sein Sohn.
Dann, ja, wenn der Älteste nicht da ist, können wir ihn ja mal kurzerhand abmurksen. So, okay. Na, natürlich tun wir das nicht, Leute. Wir schauen mal hier rein. Eine Krone. Okay. Ah, oh, das ist süß. Leben. Oh, das Geschrei hämmert in meinem Kopf wie ein Erdbeben. Wo sind eigentlich die Corona-Frauen? Reden, wie könnt ihr Kinder kriegen? Wir sind am Ende unserer Kräfte. Der Älteste brach zum Picky Bernie auf, doch kam er bis jetzt nicht zurück. Sein Sohn kann seitdem nicht aufhören zu weinen. Es wird immer kälter, bald werden alle erfroren sein. Oh nein, so, was ist denn los hier? So, aber was dieses kleine Kind uns zu sagen hat, erfahren wir in der nächsten Folge hier, yeah, Cliffhanger. Und ja, Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst bitte einen Daumen hoch da. Falls nicht, dann nicht. Und ja, Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal bei Zelda Majora's Mask. Also Leute, ciao.